Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu einem weiteren Deponia-Part. Ihr seht gleich ein Bild, ja. Wir spielen heute wieder Rufus, ja. Und müssen jetzt irgendwie versuchen, da irgendwie unseren Hermes vielleicht zu retten, wenn das noch irgendwie möglich ist. Ja. Seine Überreste wurden in den Vorratsdings gebracht. Und insofern, ja, wir können da jetzt noch ein paar Dinge nachfüllen. Wir sind hier, okay. Ich weiß ja nicht recht. Warum hat er jetzt Schwamm eine rüber. Kochmütze auf? Ach ja, Leute, verzeiht mir, dass ich jetzt ein bisschen müde das bin. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Ich bin, ja. Es ist fucking ein Viertel bisschen über Öl 12. Sollte ich mir aufsparen. Aber es ist eh nicht genug Fett, um ich dachte Kohl mir nur so, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Ja. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Ist okay, sorry. Bohnen. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Natürlich, Kakerlakeneier, why not? Na, was habe ich gesagt? Bro. Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Könnte schon sein, durchaus. Wasserspender? Na, das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, das ist ja wurscht. Gut. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eben, das passt. Das heißt, wir können jetzt zwei Klone machen, ne? Also seht ihr ja rechts die Smileys hier. Und da überall zwei Punkte. Also. Plan ist also, wir holen uns die Steckkarte. Das muss auch sein. Ja, können wir dann da oben? Nein, können wir nicht, okay. Dann egal. Dann gehen wir raus. Und dann gehen wir zu. Ja, hier. Ja, wir müssen nämlich. Ja, süße Schnabeltiereier, ganz süß sind sie. Einmal entwerten bitte. Danke. Und wenn die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnen in der Montage, kann man da dann wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, die Steckkarte kommt in die Stechuhr. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihrem Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend! Okay. Das... okay. Wie viel Überstunden kann man machen, dass man dadurch implizit alt ist? Keine Ahnung. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Oh, Nein, sie ist hin, total zugerostet. Aber wir haben uns ja Olivenöl aufgehoben. Blip. Supergeil. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Hm? Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Er hat einfach einen Verwendungszweck für Oliven gefunden. Ja, why not? Hm? Frittenfett, Pommes, Jodsalz, Hängebauchschnabeltier. Und das war's. Okay, dann gehen wir wieder da rein, dann gehen wir wieder rüber. Und wir haben ja jetzt ganz was Tolles gefunden. Ja, wir sehen, okay, da war ein Vampirschnabeltier und wir haben bekommen Knoblauch. Hä? Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Supergeil. Goldig. Jetzt können wir uns die Eier stanzen. Ja, die armen Vampirschnabeltiere, ich sag's wie es ist, die tun mir echt leid, ja. Weil der Rufus ist schon gemeiner Hund. So, da kann man einfach nichts anderes sagen. Und, okay, ich erkläre euch den Plan. Frittenfett kommt da rein. Das wird lecker, Klone. Schmeckt mir gut. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen. Grundbausteine des Lebens, ja, Jodsalz. Wie sagt man doch so schön? Was der frisst, das bist. Was der frisst, das bist, ja. Deswegen sind wir jetzt Jodsalz, genau.
Pleurophytes ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Ja, ich meine, macht's wie Rufus. Ich esse auch den ganzen Tag nur Pleurophytes. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Okay. Guckt mal, Leute, wir haben jetzt drei Instanzen. Also, es sind drei Instanzen möglich. Wir können also jetzt hier sagen, ja, das ist der Rufus. Das ist der Rufus. Das ist der. Achso, lol. Warte. Hä, wo können wir da noch umschalten? Klopf, okay. Organon, Hermes. Wir wollen ja Hermes. Weil, ihr seht's gleich, Leute. Hermes ist immer noch im Selbstmordmodus. Der denkt sich, okay, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. So ein Mist. Aber was heißt so ein Mist? Schau, die springen jetzt runter, aber eine Maschine ist defekt. Das heißt, einer kann nicht sterben. Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Hahaha. Jetzt können wir mit Hermes reden und ihn vielleicht ein bisschen überzeugen. Let's go. Wenn nicht, dann können wir auch nichts machen. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein, sagt er ganz dreist. Okay. Na, wenn dem so ist. Hast, wie gemalt. Machen wir gleich drei. Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, das liegt daran, dass noch Zutaten fehlen. Kein Bild, kein Ton. Aber eine könnten wir so, machen, oder dann was? Mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Nein! Goal! Baby-Goal. Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich glaube auch. Ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Können und wir selbst nicht? Wenn. Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Hm.
Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental sehen. Hast du die Nukleinsäure dabei? Das würde ich auch sagen. Nukleinsäure, check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Ach ja, wie klont sich Hermes überhaupt selbst, wenn er eigentlich immer stirbt dabei? Haha. Witzig. Hauptsache. Hey, es hat geklappt! Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss sich wählen, für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Hä? Wieso denn ich? Also langsam wird's albern. Wir müssen uns doch irgendwie einigen können. Aber mit euch ist ja nicht zu reden. Hört endlich auf, mir alles nachzuquatschen! Gruselig. Ich kann mich ja nicht mal selbst denken hören. Welcher von mir ist eigentlich der Echte? Das ist eine gute Frage. Ich gehe in die Kanalisation und rette Gold. Eigentlich ist keiner der Echte. Eigentlich sind sie alle drei gleich echt. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Rufus hätte sich ja gar nicht umbringen müssen. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich. Es hätten ja 2 Klone gereicht. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir's ja sehen. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukle... Aber welcher? Ah, welcher? Okay. Einer von diesen... Aber wel... Einer aber... Einer aber... Einer aber... Einer aber... Einer von diesen beiden Nulpen... Aber... Oh Mann, zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Wahnsinn. Ah, ich hab die Nukleinsäure, schau. Ich wusste es! Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Das passt schon. Das passt schon so. So geil einfach. Die Rufus. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmel schon an. Hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man 3-mal so viel weg. Russell, 3-mal so viel weg. Weg! Weg! Es muss weg heißen! Es muss weg heißen! Okay. Cool. Hätten wir das. Hätten wir das. Cole, bist du das? Gott, ist das duster hier. Es hört sich Cole, nach gut an. Wir müssen vorsichtig sein. Er weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern.
Okay, wir haben hier Freizeit. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Mhm, da ist Gold. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Welche gefährlichen Tiere? Also jetzt mal ernsthaft. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Block von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Okay, kann man den Ast hier nehmen? Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch... Okay, das heißt, wir können genau gar nichts tun, weil die Goal. Hey, hast da ist der Bozo. Probleme, Bozo, Schatz? Nein, danke, da Frau. Da ist ja der Bozo. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur. Du hast Angst, nicht wahr? Ja. Ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Mach keinen Scheiß! Juhu! Wortwörtlich, mach keinen Scheiß. Hast du nicht gerechnet, was? Ja! Ich bin immer für eine Überraschung. Ah, ich meine, stell dir vor... Du hast einfach keine Toilette in deinem Haus. Also, ich weiß, das war früher so. Aber mich wird das zerstören irgendwo. Ja. Okay. Das sind die Mucks. Die Nachbarn der Bozos. Aber. Oh, warte. Muss das wirklich sein? Wir wollen, ja. Brave! Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist ja Baby Bozo. Na, Baby Bozo. Möchtest du einen Koffein-Lutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffein-Lutscher geben, Frau. Dann nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Muck. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß ja, und stark werden? Mit dem Koffein-Lutschen wird man groß und stark. Oh, auf jeden Fall. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Ja. Du bekommst einen Koffein-Lutscher von mir. Eine Koffein-Lutsche von der Frau Muck. Das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Irgendwie ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Ja, auf jeden Fall. So geil. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn! Bozo hat keine Freunde! Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich! Rufus der Erste! Wo ist denn der alte Pirat? Ich dachte, der hieß Pirat? Doc. Diese Pfeife? Pfeife? Genial! Bozo liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? So dumm. Okay. Leute, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.